So, willkommen zurück. Wir hören immer noch die weisen Worte des Dekubaums. Suche dort die Prinzessin auf, denn sie teilt dein Schicksal. Nimm diesen Stein an dich. Er war das Begehr des Mannes, der mich mit dem Fluch belegte. Schwing! Jo, schick. Das Ding stelle ich mir in mein Regal. Der Kukiri-Smaragd. Der Dekubaum hat dir diesen heiligen Stein des Waldes anvertraut. Die Zukunft liegt in deinen Händen, Patty. Ich weiß, du hast die Kraft. Ich habe die Kraft, ich bin He-Man. Navi, hilf Patty, meinen letzten Willen zu verwirklichen. Ich ersuche dich, Navi. So lebt denn wohl. Ja, ich weiß, was du uns sagen willst. Ja, dann mach's gut, Dekubaum. Er ist schon mal der Erste, den Ganondorf hier auf dem Gewissen hat. Du hast die Worte des Dekubaums gehört. Nur du kannst die Ruhle retten. Lass uns also zum Schloss aufbrechen, Patty. Leb wohl, weiser Dekubaum. Und Mido war eben da. Ah, jetzt ist er doch wieder da, richtig. Okay, du lässt uns nicht durch. Hey, Patty, was hast du getan? Der Dekubaum, ist der tot? Wie konntest du das nur tun? Es ist alles deine Schuld. Ja, er leckt mich am Arsch, Junge. Ach so, er beleidigt uns und verschwindet einfach. Wortwörtlich. Ja. Lassen wir das einfach mal so im Raum stehen. Gut, ich würde sagen, wir verlassen das Dorf. Haben wir hier noch was zu tun? Ne, ich glaube nicht. Also gut, Leute, dann macht es mal gut. Ich gehe jetzt die Welt retten. Cutscene. Oh, du verlässt uns? Ja, hatte ich eigentlich vor. Ich wusste, dass du den Wald eines Tages verlassen würdest, Patty. Denn du bist anders als meine Freunde und ich. Na, endlich mal eine, die es gerallt hat. Sicher hast du deine Gründe. Versprich mir, dass wir immer Freunde bleiben, ja? Na klar. Ich möchte, dass du meine Ocarina an dich nimmst. Ey, alle gut, alle Ocarina. Das ist ein Klassiker. Wie alt ist das Lied eigentlich so? Ist das von 2005 oder so? Ich weiß es nicht. Ewig her. Kennt wahrscheinlich keiner mehr. Egal. Die Feen-Ocarina. Sie ist ein Andenken an Salia. Ja, ich weiß mittlerweile auch, wie das Gegenstandsmenü funktioniert. Ist bei jedem Item gleich. Ja, Link kann die instant spielen. Er ist der fette Musiker. Sie bedeutet mir sehr viel. Wann immer du sie spielst, sollst du an mich denken. Ja, keine Garantie, aber ich gebe mir Mühe. Ja, ich wette, Link war fett am Heulen. Ja, na gut, er ist ja unser Held, also nein. Ah ja, die Hylianische Steppe. Irgendwie ein bisschen spärlich bewachsen, aber es ist ja eine Steppe, also irgendwie auch logisch. Aber schon schön. Hier könnte man ein chilliges Lagerfeuer machen, schön am Fluss oder so. Ja, das wäre schon geil. Gut, ich würde sagen, dann gehen wir zum Schloss, bevor es dunkel wird.
Och nein, Mr. Shuhu, den gab's ja auch noch. Oh, Navi war ja nicht die Einzige, die hier richtig genervt hat. Scheint, da nun die Zeit gekommen ist, da dein Abenteuer beginnen soll. Das, was hinter dir liegt, war ein Spaziergang im Vergleich zu dem, was dich erwartet. Ja, viel liegt auch nicht hinter mir. Doch sei tapfer und verliere nie den Mut. Folgst du diesem Weg, so gelangst du zum Schloss von Nirule. Dort sei es dir bestimmt, die Prinzessin zu treffen. Weißt du ab von deinen Faden und wandelst auf unbekannten Wegen, so nutze deine Karte. Die Orte, die du bereits erforscht hast, mögen wie von Geistern in deine Karte gezeichnet werden. Drücke Start, um ins Menü zu gelangen, und Z oder R, um den Kartenbildschirm einsehen zu können. Ja, ja. Im Kartenbildschirm findest du außerdem einen Hinweis, welchen Ort du als nächstes aufsuchen solltest. Hast du alles verstanden? Ja. So sei es. Setze deinen Weg nun fort. Wir sehen uns wieder. Ja, das war eine Drohung, ey. Leider sehen wir dich wieder. Gut, er hat doch den halben Tag irgendwie totgequatscht. Ich werde mich mal rückwärts fortbewegen. Es geht nämlich schneller. Dann komme ich auch an, bevor es dunkel wird. Na gut, ich glaube, auch wenn man normal läuft, schafft man es rechtzeitig anzukommen, aber... Warum soll man sich so... irgendwie, ja, so langsam bewegen, wenn man auch schneller gehen kann? Können wir ja ein bisschen Zeit sparen, ist doch auch ganz chillig. Oh, oh, es wird schon dunkel. Dämmerungscalling. Ich drehe mich mal lieber um, nicht, dass ich in den Fluss laufe. Nee, gut, wir kommen noch rechtzeitig an. Und hier ist es auf einmal wieder Tag. Das ist logisch. Egal, hier gibt's Fettkohle und irgendwo auch eine Skulptur. Ja, ja, ich zerstöre einfach mal deine Töpfe. Wenn es dich nicht stört. So, war die Skulptur in den Kisten? Oh ja, Volltreffer, gleich sogar in der ersten. Jawohl, unser viertes Symbol. Alter, hier kriegt man richtig gut Geld, aber man kriegt sowieso genug Geld in dem Spiel hier. Habt ihr auch noch Fünfer für mich? Das fände ich mal ganz nice. Na, bestimmt hier ist noch irgendwo ein Fünfer drin. Fetter blauer Rubin. Ach, nee. Dann leck mich, dann ist mir das auch egal. Schauen wir erstmal, was so auf dem Markt los ist. Ja, anscheinend eine ganze Menge. Hier laufen ein paar echt komische Gestalten rum, ganz im Ernst. Wow, deine Kleidung. Wo trägt man denn sowas? Du scheinst nicht von hier zu sein, oder? Woher kommst du? Oh, du bist ein Feenjunge aus dem Wald. Ich bin Marlon. Meinem Vater gehört die Lonlon Farm. Vater ist zum Schloss gegangen, um dort Milch abzuliefern. Doch bisher kam er nicht zurück. Ja, schade, ne? Der Typ ist mal wieder fett am Pennen. Ja, ist er das eigentlich nur hier? Ich weiß es gar nicht. Also auf jeden Fall in diesem Spiel hier ist er richtig oft am Pennen. Schloss Hyrule. Ach nein, ich wusste es. Patty, hier entlang. Die Prinzessin befindet sich im Schloss. Doch hüte dich vor den Wachen. Sie dürfen dich nicht sehen. Wisse, hier auf diesem Grund nimmt die Zeit ihren gewohnten Lauf. Besuchst du jedoch eine Stadt oder die Ranch, steht die Zeit still. Wenn du möchtest, dass die Tageszeit sich ändert, musst du die Stadt verlassen und zu späterer Stunde wiederkehren. Geh nun und hüte dich vor den Wachen. Muss ich meine Worte wiederholen? Nein. Du scheinst die Gabe der Weisheit zu besitzen.
im Gegensatz zu dir. Viel Glück, ja, hau rein. Ich hoffe, man sieht sich nie wieder. Gut, dann würde ich sagen, stauen wir noch die Skulptur hier ab. Du sollst eigentlich rollen und nicht den Stein werfen. Ja, ich gehe schon zurück, sie fällt trotzdem fast auf mich drauf. Gut, unsere fünfte. Und dann war es das auch für diesen Part. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.